Seit einiger Zeit ist das Kastell Aurora ein fester Bestandteil der patriotischen Bewegung in Oberösterreich und erlangte als erfolgreiches Hausprojekt weit über die Grenzen des Bundeslands hinaus Bekanntheit. Immer wieder werden Veranstaltungen im Haus durchgeführt. Die letzte stand unter dem Motto von Grenzen, Zensur und Widerstand. Referiert haben unter anderem der bekannte Buchautor und Remigrationsexperte Martin Sellner sowie Paul Klemm vom deutschen Magazin Kompakt. Das Kompakt-Magazin, gegründet 2010, ist mittlerweile das reichweitenstärkste Medium der Opposition in Deutschland. Kompakt TV erreicht im Schnitt 1 Million Zuschauer pro Tag. Gut 40.000 Hefte werden pro Monat verkauft. Auf der Homepage heißt es: Wir sind patriotisch und freiheitlich, aber nicht parteigebunden. Kompakt-TV-Moderator Paul Klemm sieht die Zukunft der Medien bei alternativen Medien. Ich glaube das auf jeden Fall, weil das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien und natürlich auch in die großen Fernsehsender schwindet immer mehr. In Deutschland kann man zum Beispiel beobachten, dass auch immer weniger Leute diesen Zwangsbeitrag bezahlen wollen. Also die verlieren massiv Zuschauer. Wir kriegen großen Zulauf. Und man sieht eben auch am Beispiel Korrektiv, wie sehr so eine Mediengeschichte eigentlich eine Gesellschaft verändern kann. Also das war ja eine unheimlich gut erzählte Geschichte, das Spukschloss in Potsdam, wo sich die geheimen rechten Strippenzieher treffen und den großen Geheimplan ausarbeiten. Und wenn wir es schaffen, ähnliche Geschichten zu erzählen, also ähnlich die Leute erreichen können, gleichzeitig aber natürlich mit der Wahrheit verbunden. Das Ding ist ja, deren Geschichten entbehren jeder Wahrheit. Da wird einfach irgendwas behauptet, was nicht stattgefunden hat. Aber die Wahrheit liegt ja auf unserer Seite. Und wenn wir das noch gut rüberbringen, nicht nur auf trockene Zahlen und auf trockene Statistiken setzen, sondern wirklich auf gut gemachte Medienarbeit, dann gehört die Zukunft uns. Martin Sellner ist einer derjenigen, der von dieser aufrichtigen Medienarbeit profitiert. Während Mainstream-Medien lediglich über ihn berichten, treten alternative Medien direkt mit ihm in Kommunikation. Aber auch Hausprojekte wie das Kastell Aurora in Steyrek sind wichtig, denn die Meinungsfreiheit in Österreich, Deutschland und der Schweiz gerät zunehmend in Gefahr. Ja, es hat sich da wirklich zu einem lebendigen Ort der Gegenkultur entwickelt, mit immer wieder hochklassigen Referenten und auch sehr, sehr vielen Gästen aus nah und fern inzwischen. Und wir sehen natürlich, dass das ein Leuchtturm mittlerweile ist für die gesamte patriotische Szene im deutschsprachigen Raum und auch ja darüber hinaus in Europa mittlerweile. Der Hauptgrund, warum ich heute sprechen konnte hier, ist, weil dieser Boden, auf dem wir gerade sitzen, diese Räumlichkeit Patrioten gehört. Patriotisches Eigentum. Ansonsten ist man immer von der Gunst eines Gastwirts abhängig und kann durch Antifa-Druck, Druck vom Wirt, von der Gemeinde, von heute auf morgen genau diesen Grund unter den Füßen verlieren. Und wir brauchen eigentlich in jeder größeren Stadt oder im Einzugsgebiet von Linz, von Graz, in jeder größeren Stadt ein patriotisches Zentrum, einen patriotischen Freiraum. Ein Aufruf an alle, wenn ihr was machen wollt, dann versucht genau so einen patriotischen Veranstaltungsraum aufzubauen, denn der Widerstand, kreative Ideen, die Opposition braucht eigene Räume. Das ist auch eine wichtige Lektion aus den letzten Wochen der Repression.